1 Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder da nach langer Sommerpause und ich hoffe, dass ihr auch da seid und ich hoffe, dass es euch sehr gut geht. Wir senden jetzt wieder jede Nacht hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen von 1 Uhr bis 2 Uhr, von Montag bis Freitag. Und wir haben diese Woche ausschließlich eine freie Themenwoche. Das heißt, so auch heute Nacht könnt ihr mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, freie Nacht. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051. Und jetzt bin ich gespannt auf den ersten Anrufer heute Nacht nach unserer Sommerpause und der heißt Michael und der Michael ist 28 Jahre alt. Hallo, guten Morgen. Michael! Ja! Hallo! Hallo Domian. Verzögert etwas. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ich dich auch wieder sehen kann nach so langer Pause. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass ich halt seit 10 Jahren Angst habe vom Zahnarzt. Seit 10 Jahren? Seit 10 Jahren. Also das heißt, seit 10 Jahren vermutlich nicht beim Zahnarzt gewesen? Nicht beim Zahnarzt gewesen, nein. Oh weia. Und ja, oh weia. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie es in deinem Mund aussieht. Ich wage mir auch gar nicht vorzustellen, wie es da riecht. Uah. Ja, das ist das Problem. Das größte Problem ist halt der Geruch. Mhm. Also Angst vor dem Zahnarzt haben ist ja die eine Sache. Aber man kann ja dennoch die Zähne pflegen und sie säubern und auf Hygiene achten. Ja, das mache ich auch manchmal. Also das ist nicht immer so, aber... Was heißt manchmal? Wie oft putzt du die Zähne? Ich weiß, vielleicht... einmal in 3-4 Tagen. Wie bitte? Einmal in 3-4 Tagen? Ja, das ist das. Ich habe es irgendwie nie gelernt, die Zähne richtig zu putzen. Wie gut, dass wir so weit voneinander entfernt jetzt sind. Ja, das Wie gut, dass du mir nicht gegenüber sitzt. Das kann ich mir vorstellen. Warum putzt du sie nicht jeden Tag? Tja, das ist eine gute Frage. Ne, finde ich auch. Putze ich die Zähne nicht jeden Also Angst vorm Zahnarzt kann man ja verstehen, haben ja viele Leute. Was ich nicht verstehen kann, aber es haben viele Leute. Ja. Aber die Zahnbürste zu nehmen, das ist doch eigentlich kein Ding. Es ist kein Ding. Da hast du vielleicht recht, aber ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie nie gelernt. Hm. Seit 10 Jahren warst du nicht mehr beim Zahnarzt. Ja, beim Zahnarzt. Also äußerlich, also wenn ich meinen Mund aufmache, so man sieht, also ein Zahn fehlt. Mhm. Und letztlich habe ich einen halben Zahn verloren. Ja. Also äußerlich sieht man halt wenig. Also wenn ich lache, geht's noch. Also der Normalbetrachter sieht das nicht so. Wahrscheinlich würde ein Zahnarzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, ich war einmal, also ehrlich gesagt, das ist jetzt schon 2-3 Jahre her, war ich beim Zahnarzt. Mhm. Und also doch. Ich dachte, das wäre 10 Jahre jetzt her. Moment, ich war kurz beim Zahnarzt. Ich habe meinen Mund aufgemacht und er meinte zu mir, das wird ein Meisterwerk. Ach so. Und dann bin ich aufgestanden und bin weggegangen. Ja, verstehe. Und das war es dann auch. Vor 10 Jahren, also davor die Zeit, warst du denn da ab und zu mal beim Zahnarzt? Ich war ab und zu beim Zahnarzt, ja, aber... Und wie war das für dich? Schlimm. Warum? Also erstens die Spritzen, ich habe riesige Angst vor Spritzen. Mhm. Zweitens, ich bin damals mit meinen Eltern immer, wie das halt so ist, mit meinen Eltern zum Zahnarzt gegangen als Kind. Ja. Hab dort immer Komplikationen gehabt. Ja. Und deswegen gehe ich da einfach nicht mehr hin. Und in meinem Privatleben, ich habe eine feste Beziehung. Ja. Was sagt die feste Beziehung zu dem stinkenden Mund? Ja, sie hat mir schon ein Ultimatum gestellt, dass ich regelmäßig zum Zahnarzt gehen soll und sie machen lassen soll. Und ich erzähle ihr auch, dass ich schon seit Monaten zum Zahnarzt gehe. Und aber du tust es nicht. Sie wundert sich, nee, ich tue es nicht. Lass mich nochmal fragen, die Angst ist darin begründet, dass du wirklich große Furcht vor der Spritze hast und letztendlich Furcht vor den Schmerzen, die dann aus einer Behandlung erwachsen können. Ja. Ne, so habe ich es richtig verstanden. Ja. Küsst du deine Freundin noch? Oder küsst sie dich, besser gefragt? Nee, will sie nicht. Will sie nicht. Nein. Also sie wartet so lange, bis die Zähne wieder in Ordnung sind. Was machst du vom Beruf?
Ich bin Elektroinstallateur. Ja, das heißt, du hast viel mit Kundschaft, mit Leuten zu tun. Ja, habe ich zu tun, ja. Ist dir das nicht peinlich, wenn man dann mit dem Kunden redet, so relativ nah beieinander steht? Ja, ich habe da so einen kleinen Trick. Also ich spreche dann nicht halt ins Gesicht rein, also in die Nase rein praktisch, sondern dann... Guck so zur Seite, oder wie? Ja, ich rede dann zur Seite oder guck dann nach unten und rede dann und weiß ich nicht. Also es geht schon. Und dann habe ich dann... Aber das ist doch alles recht belastend. Einmal musst du dich ständig verstellen im Berufsleben, unter Kollegen vermutlich dann auch. Ja. Deine Freundin will dich nicht mehr küssen. Ist das denn nicht eigentlich Motivation oder Antrieb? Könnte das nicht Antrieb sein, zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt doch? Ich möchte ja gerne. Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es geht einfach nicht. Weißt du, Michael, du kannst ja auch schwer krank werden dadurch, ne? Wenn ein Zahn verfault, kann das erhebliche Auswirkungen auf den ganzen Organismus haben, auf den ganzen Körper haben. Du kannst herzkrank werden davon, du kannst Rheuma bekommen und weiß ich was alles noch. Ja, also ich bin auch ziemlich jung. Ja, gut. Ja, aber sollte man denken. Es gibt ja mittlerweile, wohnst du in einer ländlichen Gegend oder wohnst du in einer großen? Nee, ich wohne in Köln. Ich in Köln? Selber, ja. Ja, das ist aber überhaupt kein Ding, einen Zahnarzt zu finden, der dich vielleicht in eine leichte Narkose versetzt oder in einen leichten Dämmerschlaf versetzt. Ich habe davon gehört, dich nicht aber zu verletzen. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen Arzt gefunden, der irgendwie sowas macht. Das ist das Problem. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, das zu recherchieren, das rauszukriegen. Und das wäre die Lösung. Ne? Du legst dich dahin, kriegst vielleicht eine leichte Spritze, hältst einen netten Schlaf und wachst auf und hast ein strahlend schönes Gebiss und riechst endlich wieder gut. Ja, das wünsche ich mir schon seit Jahren. Ja. Also ich habe auch 6 Zysten, also knapp 6 Zysten sind das mittlerweile, die ich habe. Im Mund? Im Mund, ja. Schmerzen die? Ja, und wie? Ach so, das heißt, du hast auch noch zudem auch noch Zahnschmerzen permanent. Ja, sicher. Teilweise schlucke ich, ich weiß nicht, ob du Paracetamol-Tabletten, das sind so Schmerztabletten. Ja, die kenne ich, ja. Und es gibt Tage, da schlucke ich bestimmt 8 bis 9 Tabletten. Aber Michael, das ist doch der absolute Wahnsinn. Das muss doch wirklich für dich jetzt eine Alarmglocke sein. Du hast Schmerzen, du nimmst extrem viele Schmerzmittel ein. Ja. Und zudem die ganzen anderen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, da muss was passieren. Jetzt kriege ich gerade einen Hinweis aus meiner Regie. Den Hinweis finde ich ausgesprochen pfiffig. Bist du im Internet? Jetzt im Moment nicht. Ja, aber du kannst reingehen, ne? Ich kann reingehen. Es gibt nämlich eine Internetseite, die heißt www.zahnarztangst.de. Zahnarztangst.de. Ja. Ich kenne die Seite nicht, aber ich gehe davon aus, die Kollegen haben sich das angeschaut. Da kriegst du wertvolle Tipps und vermutlich auch Tipps, wo es Zahnärzte gibt, die mit Dämmerschlaf-Narkosen oder leichten Narkosen arbeiten. Ja, wunderbar. Ne, das wäre doch was. Das ist was. Ja. Und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht in ein paar Wochen mal telefonieren oder in 1-2 Monaten und du sagst, ich war beim Zahnarzt, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, aber nun ist es gut. Ja, das wünsche ich mir schon seit Jahren. Das würde ich dir wünschen, deiner Freundin wünschen und deinen Kunden auch wünschen. Ja. Aber in allererster Linie natürlich dir, Michael. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Wenn ihr zufällig hereingeschneit sein solltet in diese Sendung und uns nicht kennt, das kann ja sein, obwohl wir schon lange da sind, aber wir hatten nun auch eine lange Sommerpause. Dieses hier ist eine Live-Telefon-Talkshow, die hier im WDR-Fernsehen und hier im Radio bei 1 Live gesendet wird. Und ihr könnt mich anrufen und wir können uns unterhalten über Gott und die Welt, über alles Mögliche, alles Unmögliche. Also wenn ihr Bock habt, euch zu unterhalten, das kann was Ernstes sein, was Lustiges sein, was Politisches sein, egal. Dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt oder wenn ihr faxt, bitte schreibt auch eure Telefonnummer darauf, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Peter, 45 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Peter, dein Thema. Erstmal möchte ich ein großes Lob an dich aussprechen und an deine Regie. Dankeschön. Also wunderbar, dass ihr wieder auf Sendung seid. Ja, wir freuen uns auch. Ja, mein Thema, wie soll ich das beschreiben? Ich habe ein Problem mit einer Frau. Mhm. Ich habe die Frau kennengelernt am 3. August. In diesem Jahr? Eine 090er-Nummer. Ja. Und habe mich sozusagen direkt in diese Frau verliebt. Nur in die Stimme? Ja, in die Stimme erstmal und dann, als wir uns dann getroffen haben, dann hat es direkt gefunkt. Ja. Das war aber keine professionelle Frau.
Das war eine Frau, die auch einen Mann gesucht hat, oder was? Eine professionelle Telefon... Nein, die Frau hat also einen Freund gesucht, einen Mann. Mann gesucht, ja. Mhm. Und dann haben wir uns dann getroffen. Und das war auch sehr schön gewesen. Ja. An diesem Tag, das war an einem Sonntag. Ja. War sehr romantisch. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie nicht an sie rankomme, gesprächsmäßig. Inwiefern hast du das gemeint? Sie ist von ihrem Mann, muss ich sagen, das fällt mir auch jetzt sehr schwer, darüber zu sprechen, vergewaltigt worden. Mhm. Also er hat sie 15 Jahre missbraucht, sie war mit ihm verheiratet. Ja. Ist sie denn mit ihm noch zusammen? Nein, nicht mehr. Sie leben seit 10 Monaten getrennt. Wie oft ist sie, wenn man das überhaupt sagen kann, wie oft ist sie von ihm vergewaltigt worden? Ach, das kann man gar nicht mehr zählen. Mhm. Also es war ein Martyrium über 15 Jahre, sagst du? Ja, kann man sagen. Mhm. Mhm. Wie lange ist sie getrennt von ihm jetzt? Sie ist jetzt 10 Monate getrennt von ihm. Ja. Und wird im Oktober, also nächsten Monat, hat sie die Scheidung, also die läuft und dann... wird sie dann nach so und so vielen Monaten, ich weiß nicht, wie lange das dann noch dauert, so 3, 4 bis 5 Monate, bis dann die Scheidung ausgesprochen wird. Ich wundere mich, dass die Frau mit solchen Erlebnissen und solchen schlimmen Erfahrungen in der Vergangenheit sich dann gleich wieder auf so eine 090er-Nummer geschaltet hat und einen neuen Kontakt sucht. Ne? Ja, das kann ich auch erklären. Der Mann ist jetzt wieder, der hat eine Lebensgefährtin, ist mit jemand zusammen und sie wollte nicht alleine bleiben. Ich muss dazu sagen, sie hat noch einen Sohn von 2 Jahren. Ja. Ein netter Bengel, den habe ich ins Herz geschlossen. Ja. Ich hänge auch irgendwo an dem Jungen auch. Obwohl jetzt die Zeit sehr kurz ist, aber... Habt ihr euch denn jetzt nur einmal gesehen? Nein, wir sehen uns fast jeden zweiten Tag. Ja, daher hast du den Kleinen auch kennengelernt und auch Freundschaft geschlossen mit ihm. Richtig. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, was ich dich fragen wollte. Das habe ich in der Regie auch schon vorhin gefragt. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass mich das mal betrifft, das Problem. Wie soll ich damit umgehen? Mein Verstand sagt mir, ich soll die Finger von der Frau lassen, aber mein Herz ist für sie da. Ich bin dann ja immer eher für das Herz. Ja. Aber lass mich noch ein bisschen was fragen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du das Gefühl hast, dass ihr nicht richtig reden können miteinander. Ja, sie ist so verschlossen, verstockt. Aber immerhin hat sie dir das schon relativ schnell erzählt, ne, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Von ihrem Leid und vor all den Sachen. Ja. Ja, ich habe sie auch danach gefragt, warum das auseinandergegangen ist und warum sie alleine lebt. Und wie ist das denn, wenn ihr zusammen seid, so was das Körperliche anbelangt? Ist sie da auch sehr verschlossen oder gibt es körperliche Annäherung zwischen euch beiden? Ja, wir kommen uns schon allmählich näher, kann man sagen. Ich streichle sie dann auch und sie ist aber dann irgendwie so ein bisschen abgeneigt. Was man verstehen kann. Ja, für mich ist es sehr schwer. Ja. Also ihr habt noch nicht miteinander geschlafen? Nein. Nein. Mhm. Wohnt ihr auch in einer Stadt oder in einer Gegend? Ja, ich wohne circa 30 Kilometer von ihr entfernt. Ach ja, das geht ja. Hast du den Eindruck, dass die Frau dich auch schon sehr gerne hat? Und dass da schon eine Verbindung zwischen euch beiden ist, wenngleich auch alles sehr schwierig ist im Moment? Richtig. Mhm. Ich frage sie dann danach auch und sie sagt dann, sie hat mich gerne. Aber ich weiß nicht, ob das geschauspielert ist oder ob das wirklich vom Herzen kommt. Ne? Warum meinst du, oder woher kommt die Vermutung oder die Überlegung, das könnte geschauspielert sein? So aus dem Bauch raus. Erklär mal ein bisschen näher. Weil sie dich vielleicht benutzen könnte, damit sie nicht alleine ist, oder? Ja, so habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und sie sagt dann, nein, es ist nicht so. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht. Wir waren bei den Eltern mal gewesen. Bei ihren Eltern? Bei ihren Eltern. Und dann habe ich mal mit dem Vater den habe ich angerufen und gefragt, was mit der Roswitha los ist, warum sie so verstockt und so ruhig ist. Und dann hat er mir gesagt, seitdem die also mit dem Ex-Mann zusammen ist, kommt er auch an sie nicht mehr ran. Sie ist so verschlossen. Mhm. Wie alt ist eigentlich deine Bekannte? Die Freundin. Die Freundin, sind die? Die Freundin, die ist 43. 43, Also Peter, ich finde, du hast gerade gesagt, dass mein Herz sagt mir, ja, ich möchte gerne bei der Frau bleiben, mein Verstand sagt nein. Ja. Warum sagt der Verstand nein?
Ja, weil ich nicht an sie rankomme. Also ich habe das Gefühl, ich muss mit ihr zum Psychologen. Das muss aufgearbeitet werden. Ich komme an die Frau nicht dran. Du pass mal auf. Du kennst die ja auch noch eigentlich erst sehr kurz. Du hast mir gesagt, am 3.8. war der erste Kontakt. Ja. Das ist ja nix. Das ist ja mal einen guten Monat. Ja, etwas über einen Monat. Ja, ja. Klar. Und die, du sagst mir, dass die Frau 15 Jahre in die Hölle durchgemacht hat. Richtig. Ja? Dann ist es ja auch klar, dass das vielleicht nicht alles direkt aufbricht und dass es alles ganz toll ist. Mhm. Ich finde bei solchen Sachen immer, dass man da schon auf das Herz hören sollte, aber den Verstand auch ernst nehmen sollte. Deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, fast genial und die richtige Lösung für euch. Bleib bei der Frau. Gib der Frau Zeit und Chancen, auch ein Vertrauensverhältnis zu dir zu entwickeln. Gib ihr einfach Zeit und nimm auch deine sexuellen Bedürfnisse zurück. Wenn du sie lieb hast, kann man darauf auch verzichten eine ganze Weile. Das muss jetzt noch nicht sein. Aber du hast ja auch ein Bedenken geäußert gerade. Vielleicht liebt sie mich nicht so richtig, vielleicht macht sie das auch nur aus Panik, dass sie jetzt nicht alleine ist. Du hast gesagt, eigentlich muss sie zum Psychologen. War sie schon mal alleine beim Psychologen? Weißt ja, du? Sie hat so eine Sozialarbeiterin, aber die redet mit ihr nicht so, wie es sein sollte. Ich habe da schon mal nachgefragt. Ja, ja. Also nach dem, was du gerade gesagt hast, finde ich, dass die Frau auf jeden Fall in eine richtige psychologische Therapie, in therapeutische Hände gehört, um mit sich selbst klarzukommen. Das ist das eine. Das andere ist, was ich euch raten würde. Ich finde, dass man da nichts falsch machen kann. Dass ihr beide, wenn sie auch einverstanden ist, dass ihr beide euch zusammen an einen Psychologen wendet und vielleicht mal 1, 2, 3 oder 4 Mal zu einer Paarberatung geht. Dass ihr gemeinsam mit einem Fachmann mal redet. Dass du deine Bedenken äußerst, sie vielleicht auch. Ich glaube, dass euch das zueinander führen könnte. Vielleicht mit dem Resultat, dass sie dann für sich auch erstmal eine Therapie macht. Ja. Aber so würde ich... So denke ich auch. Ja, so finde ich... Da kann man nichts falsch machen und man kann alle Chancen nutzen, die es so gibt. Und wenn danach klar ist, es geht dann nicht, dann hast du aber auch alles versucht und hast nicht zu schnell die Flinte ins Korn geworfen. Ja, so denke ich mir auch. Ja, denn das ist ja schon eine tolle Sache, wenn man so spontan so eine Herzensbindung gleich zu jemandem gefunden hat, wie du es jetzt zu der Frau gefunden hast. Und sie offensichtlich, hoffen wir das mal zu dir auch. Das war wahrscheinlich Zufall jetzt irgendwie, dass ich sie da kennengelernt habe. Und ja gut, egal. Ich meine, ich will sie jetzt auch nicht direkt verlieren. Ich könnte sagen, okay, ich möchte nicht mehr, es hat keinen Sinn, aber irgendwo habe ich sie doch lieb gewonnen. Und, also Zeit lassen, gemeinsame psychologische Beratung würde ich vorschlagen. Ja. Und vielleicht dann auch mit dem Ziel, dass sie alleine hinterher eine Therapie macht. Wenn du gerne vielleicht noch von uns eine Adresse haben möchtest... Ja, das wäre sehr nett. Dann würde ich sagen, dass du mit meinem Psychologen, dem Johannes, noch ein paar Worte redest. Ja. Und wünsche dir und deiner Freundin alles Gute und dass ihr aus dem Pötten kommt. Und das wird mit euch bleiben. Vielen Dank, Domian. Von Herzen alles Gute, Peter. Alles Gute, dir auch. Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die ist kostenfrei für euch. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an oder faxt mir auch unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Andreas ist der Nächste und Andreas ist 37 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Andreas. Um was geht's ich bei dir? Ich hatte das Gespräch gehört. Von deinem ersten Gesprächspartner heute Abend. Mit Michael, dem Zahnarzt. Genau. Und ich hatte das gleiche Problem wie der Michael. Ich glaube, ich hatte das sogar noch ein bisschen extremer. Ja. Ich war also das letzte Mal zum Zahnarzt mit meinen Eltern. Meine Mutter war da mit, da war ich 15. Mhm. Und das ist auch dabei geblieben bis vor 2 Jahren. Bis vor 2 Jahren. Das heißt, auch eine irre lange Zeit ist da ins Land gestrichen, dass du die Zähne nicht... Hast du die Zähne auch nicht gepflegt, wie Michael das erzählt hat? Ach nein, ich habe meine Zähne auch nicht gepflegt. Und ich habe es auch nicht gelernt, meine Zähne zu pflegen zu Hause. Mhm. Ich bin heute verheiratet, habe 3 kleine Kinder. Ja. Und das bei uns das A und O abends, das Zähneputzen. Ja, aber lass mich fragen, du bist 37. Das ist ja eine Generation, wo man, wenn man es schon zu Hause nicht gelernt hat, aber doch immer so im Fernsehen mitbekommen hat oder in der Schule, welche Zahnhygiene so die richtige ist. Hast du es nicht mitbekommen? Doch, man hat es mitbekommen. Aber wie gesagt, es war zu Hause halt nicht... Mhm. Kein Wert drauf gelegt worden und man hat es einfach nicht getan. Ja. Wie oft hast du? Ich war auch so weit, dass ich
schon geschämt habe, mich mitzugehen mit meiner Frau zu Partys oder sowas, dass ich mir also wirklich mochte den Mund gar nicht mehr aufmachen. Wie hat denn deine Frau oder deine Partnerin damals darauf reagiert, dass der Mund dann auch nicht gut riecht und wahrscheinlich auch nicht gut aussah? Ja, wie hat sie darauf reagiert? Ich sag mal, ich habe sie kennengelernt, da war ich 16 war ich da. Mhm. Da war das also einigermaßen alles noch im Griff. Mhm. Es hat sich immer nach und nach verschlimmert. Das heißt, sie hat sich dann gewöhnt auch allmählich? Mehr oder weniger mal. Sie hat mir immer gesagt, dass ich zum Zahnarzt gehen sollte und naja, und dann, ich habe auch sehr viele Tabletten genommen, wenn ich Schmerzen hatte. Also bei dir war es genauso, dass du auch, dass du Schmerzen hattest? Dass einiges... Wahnsinn, ja. Und dann war eines Tages der Punkt, also ich war auch so weit, ich habe schon mal selber Zahn gezogen, dass ich nicht zum Zahnarzt gegangen bin. Wie sah denn der Mund aus, wenn man ihn aufmachte, wenn du ihn aufgemacht hast, so in der Endphase? War das ein richtiges Ruinenfeld? Ja, ich hatte vorne so eine Brücke drin, von vorne ging, aber wenn man dann guckte, da war das schon sehr extrem. Eine Brücke? Ja. Wer hat so die Brücke? Also ich bin auf mein Fahrrad gestürzt und dann sind so Zähne überkront worden. Aber das war noch zu der Zeit, als du zum Zahnarzt gegangen bist? Ja, das war noch zu der Zeit. Als Jugendlicher? Ja. Aber die Brücke sah nachher natürlich auch nicht mehr schön aus. Ja. Naja, auf den Punkt zu kommen, ich hatte sehr, sehr starke Schmerzen. Ja. Und dann bin ich zu dem Zahnarzt, der, wo meine Familie hingeht, hingegangen. Und da sagte der Zahnarzt ganz klar zu mir, er könnte nichts für mich tun. Damit müsste ich zu einem Spezialisten annehmen. Ach so, weil das schon... Der auf sowas quasi spezialisiert ist. Und da bin ich wirklich mit Schmerzen, mit vollen Schmerzen aus der Praxis raus. Ja. Und bin direkt zu der Klinik gefahren auch halt, wo der Zahnarzt seine Praxis hat. Ja. Und der kam schon in den Raum rein, hatte keinen weißen Kittel an, hat gemerkt, dass ich am Zittern war und auch voll Schmerzen hatte. Und der sagte mir, ist also gar kein Problem und... Gut, er hat noch einen Zahn aufgebohrt, ganz vorsichtig gespritzt, schon beim Einstieg schon was gespritzt, dass man den Einstieg überhaupt nicht merkte. Also war alles ein ganz neues Gefühl. Ja. Und dann hat er mir gesagt, also mit so einer Angst beim Zahnarzt, das würde man unter Vollnarkose machen können. Zum Beispiel, ja. Ist es dann so bei dir gemacht worden, in Vollnarkose? Das ist bei mir in Vollnarkose gemacht worden. Ich bin wirklich in Narkose gelegt worden. Ja. Ich bin aufgewacht. Und da war ich schon ein neuer Mensch. Ich hatte auch keine Schmerzen. Haben die denn mit einem Mal das dann alles geschafft? Mit einem Mal alles geschafft. Das heißt, du hast die Augen aufgemacht und hattest wirklich einen schönen und neuen Mund. Ja, genau, aber noch Provisorium. Provisorium, Bis das nachher, ich habe jetzt Ersatz. Ja, ist klar. Nicht voll, aber ich habe einen Teilersatz unten und oben. Sag mal, Andreas. Das war also fantastisch. Ich habe auch gar keine Angst mehr vom Zahnarzt. Ich gehe jetzt auch alle halbe Jahr zum Zahnarzt und ich putze mir meine Zähne auf regelmäßig und so was. Ich wollte gerade sagen, dieses Erlebnis war so ein wirklich entscheidendes Erlebnis für dich. Dass seitdem hat sich das alles geändert. Das Leben hat sich verändert. Das Leben hat sich wirklich verändert. Wahrscheinlich kannst du nur allen Leuten raten, die in ähnlicher Weise leiden, macht es. Ihr gewinnt an Lebensqualität, ne? Man muss aber auch, wie gesagt, man muss auch den richtigen Zahnarzt haben. Ja, ich war schon mal beim Zahnarzt, der sagte, oh Gott, das ist ja ein Wrack, das ist eine Ruine. Ja. Und wenn man natürlich schon sowas hört vom Zahnarzt, dann vergeht einem alles. War denn das bei dir auch, so wie das Michael erzählt hat, und wie bei den meisten Leuten, auch so diese absolut panische Angst vor der Spritze, vor den Schmerzen und so weiter? Ja. Vor dem Ausgeliefertsein vielleicht auch, wenn man da liegt. Und genau. Ja. Also wie der Michael das eben im Radio erzählte, ich hatte versucht anzurufen, ich hatte das Gleiche. Ja. Genau das Gleiche. Ja. Und man merkt nicht mal den Einstich von der Spritze, wenn man das ordentlich macht. Aber jetzt bist du ein gutes Vorbild und die Kinder werden angehalten, dass sie die Zähne putzen und Mundhygiene ist das A und O. Ja, ich habe jetzt den Kraftfahrer vom Beruf, ich habe eine Zahnbürste mit. Ja. Das ist also ganz klar. Ja. Deine Freundin oder deine Frau muss sich dann ja auch sehr gefreut haben eigentlich, ne? Ich sag mal, das hat das ganze Familienleben verändert. Ja. Also ich musste also wirklich den Mund nicht mehr aufmachen. Ja. Also mir ist es ja fast unbegreiflich, wie man als Partner es aushalten kann bei jemandem, der wie eine, man muss es ja so sagen, wie eine Kloake stinkt. Ne? Ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe meine Frau und ich, wir haben uns, mindestens 8 Jahre nicht mehr heiß und ähnlich geküsst. Ja klar, da geht ja auch jede Erotik und Leidenschaft geht ja auch kaputt. Ja, ist so, ja.
Also. Ich habe dann schon mal so einen Tic-Tac genommen oder so einen Pfefferminzbonbon, einen anderen Geschmack kriegt oder sowas. Ja, aber man muss immer dazu sagen, abgesehen von diesen ästhetischen Gesichtspunkten, man spielt ja auch ganz gravierend, ich habe es gerade ja auch schon gesagt, mit der eigenen Gesundheit, ne? wenn man das so fahren lässt alles. Und ja, so natürlich. Ja. Also natürlich. Deine These oder deine Aufforderung, alle Leute, die Angst haben vom Zahnarzt, sucht euch einen guten aus, der knackt euch weg in die Narkose und hinterher seid ihr andere Menschen. Ja, ich habe auch so einen Freund, der ist Pilot, der hat das gleiche Problem gehabt, der fliegt privat. Ja. Den habe ich auch dahin empfohlen, der ist super. Ja. Vom Feinsten. Ihr könnt ja Michael gerne meine Nummer geben. Können wir machen, können wir nachher noch irgendwie, also die Redaktion wird es machen, ja. Andreas, danke für die Rückmeldung und alles Gute. Ich gratuliere zu einer Sendung. Ja. Ich höre dich also sehr, sehr oft nachts, wenn ich unterwegs bin in Köln. Ja. Das freut mich. Vom Feinsten, mach weiter so. Dankeschön. Hör bloß nicht auf. Tschüss, Andreas. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer hier. Und das ist eine Telefon-Talkshow. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, in der tiefen Nacht hier im Radio und im Fernsehen, dann ruft ganz einfach an. Dann können wir das gerne machen. Zum Beispiel, wie habt ihr diesen mega heißen Sommer ausgehalten? Ich muss euch sagen, ich bin eigentlich ein großer Sonnenfreund. Aber dieses Jahr war es dann doch zu viel und ich habe gedacht, nee, das halte ich nicht aus. In der Stadt in Köln bei 40 oder über 40 Grad, das war wirklich die Hölle. Habt ihr da vielleicht irgendwas Extremes erlebt? Könnt ihr mir erzählen, wenn ihr Lust habt. Jetzt ist erstmal Muriel dran und Muriel ist 27 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Muriel. Hi. Um was geht's? Und zwar geht es um den Schwangerschaftsabbruch, den ich vor genau 2 Wochen gehabt habe. Mhm. Den du freiwillig gemacht hast oder hast du den unter Druck gemacht? Nein, ich habe ihn freiwillig gemacht. Warum hast du ihn gemacht? Ja, da sprachen eben einige Kriterien dagegen. Und zwar, der Erzeuger von dem Baby, den kenne ich erst seit noch nicht mal einem halben Jahr. Mhm. Und er ist noch relativ jung und... Wie jung? Er ist 23 mhm. und ist auch so ein kleiner Partygänger und so weiter. Mhm. Ja, ich habe schon eine kleine Tochter von 5 Jahren. Ja, warum habt ihr nicht verhütet? Wir haben verhütet. Mit Kondom. Und es ist geplatzt. Genau, richtig. Mhm. Und er stand mir also soweit auch bei und war auch mit bei Pro Familia und so weiter und so fort. Also für dich war das relativ schnell klar, dass du die Schwangerschaft abbrechen willst. Vom Kopf her, ja. Ja. Und er wollte das auch? Ja. Er wollte es rundherum wahrscheinlich. Ja. Vom Kopf her und vom Herz. Richtig. Aber da du jetzt gerade die Unterscheidung gemacht hast, vom Kopf her, ja, mhm. sagt mir das, dass das Herz jetzt ganz anders spricht, oder? Ja. Mhm. Erzähl mal. Ja, bei mir ging es eben auch darum, es kamen mir, wie gesagt, einige Kriterien zusammen. Er macht gerade noch seine Ausbildung, ist jetzt im Dezember fertig, wird höchstwahrscheinlich nicht übernommen im Betrieb. Mhm. Ich bin zurzeit arbeitslos, mhm. muss, also hätte auch bis Mai, wo der eben der Termin gewesen wäre, hätte ich auch keine Arbeit mehr bekommen, weil eine Schwangere nimmt keiner. Und materielle Sorgen wären vorprogrammiert gewesen. Genau, da ich jetzt auch noch im März ausziehen muss aus meiner Wohnung und so weiter und so fort. Also sind denn deine Bedenken, dass das vielleicht doch nicht richtig war oder richtig ist, sind die jetzt im Nachhinein gekommen oder gab es die vorher auch schon, vor der Abtreibung? Vor der Abtreibung gab es die auch schon, ja. Hast du den Eindruck, dass jetzt in den letzten 2 Wochen, ne, vor 2 Wochen sagtest du gerade, ist es passiert? Mhm. Ist es schlimmer geworden? Nicht unbedingt schlimmer, aber ich denke schon mehr drüber nach. Hm. Sprichst du mit deinem Freund darüber? Jein. Also ich habe es 2-mal versucht anzuschneiden. Einmal vor der OP und einmal nach der OP. Und er hat sich damit, also er hat das gar nicht so an sich angelassen. Hat er dich ja wenigstens begleitet? Ja. Das schon.
Ja, er hat sich also ganz, ganz lieb um mich gekümmert, auch die ersten zwei Tage, wo ich also gar nicht aufstehen konnte. Hast du den Eindruck, dass er das gar nicht letztendlich so nachvollziehen kann, was da in dir vorgeht? Ja, irgendwo ja. Mhm. Obwohl wir so normalerweise uns super gut verstehen und alles bestens, alles Knaller ist. Aber in der Hinsicht, ja, kann ich irgendwo nicht mit ihm drüber reden. Und du hast denn das Gefühl, dass du es schon zu Genüge probiert hast, aber er springt irgendwie nicht drauf an und dann mag man auch gar nicht weiterreden. Richtig, so, genau. Hast du denn jemanden, mit dem du da so eine Freundin, vielleicht eine beste Freundin oder jemanden, mit dem du sprechen kannst? Ja, also eine sehr gute Freundin von mir, die weiß davon und der habe ich das eben auch erzählt und sie hatte ja eigentlich von Anfang an Bedenken gehabt. Weil ich auch ein sehr gefühlsmäßiger Mensch bin. Ja. Und ja. Das heißt, das war auch deine erste Abtreibung. Es gab vorher. Ja. Gab es das nicht? Nein. Das muss ich mal eben eine Nebenfrage stellen, die, die aber keine Nebenfrage ist, sondern verdammt wichtig ist. Nach dem, was jetzt passiert ist, kümmert ihr euch noch intensiver um Verhütung, dass es eben nicht normal eventuell passieren könnte? Ja, das ist ja sehr wichtig. Ja. Ich habe jetzt eben den Gedanken gefasst, dass ich mir so ein Stäbchen einsetzen lassen möchte und das eben auch 3 Jahre lang unter der Haut bleibt. Ja. Und das ist in gewisser Hinsicht wie die Pille, nur dass man eben keine Tabletten einnehmen muss, sondern dass es eben kontinuierlich so abgeht. Hast du das Gefühl, dass, ich sage jetzt mal so, dieses etwas unsensible Verhalten vielleicht deines Freundes, ich nenne es mal so, dass du eben nicht mit ihm reden kannst darüber, dass euch das ein bisschen, dass das ein paar Risse gegeben hat in der Beziehung? Eigentlich nicht. Ich denke mir eher, dass das uns irgendwo noch ein wenig mehr zusammengeschweißt hat. Ach so, obwohl du gar nicht so dein Herz ausschütten kannst bei ihm und dich nicht austauschen kannst mit ihm. Ja, ich rede über meine Gefühle schon relativ offen. Und es ist mir auch auf Deutsch gesagt relativ egal, ob er es hören möchte oder nicht in dem Moment. Aber die Frage ist ja jetzt, wie wird man damit fertig? Ja. Ne? Es ist nun passiert, das ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Richtig. Es ist etwas geschehen, was du eigentlich, wo du nicht so ein klares Ja zu sagen kannst im Nachhinein. Genau, ne? Genau. Vor allen Dingen, das Problem war, normalerweise sollte das in Vollnarkose gemacht werden. Da ich aber ziemliche Probleme mit meiner Lunge und mit meinen Bronchien habe, schrillten bei der Anästhesistin direkt alle Alarmglocken. Und sie sagte mir dann, das würde eben in örtlicher Betäubung gemacht werden und sie würde mich eben so leicht beduseln und keine Ahnung was nicht noch. Also ich habe das auch alles relativ vollkommen mitgekriegt. Und was es wahrscheinlich noch schlimmer macht, ne? Ja, also richtig, ganz genau. Ja. Also ich saß da auf dem Stuhl und war Rotz und Wasser am Heulen, wirklich. Was ich glaube, Moja, was gut wäre für dich, wenn du, ich meine, das war jetzt hier so ein erster Versuch, hier bei uns anzurufen und einfach mal darüber gemeinsam vielleicht nachzudenken, wenn du nicht in eine Psychotherapie oder sowas, aber dass du vielleicht ein oder zweimal dich mal mit einem Fachmann oder einer Fachfrau zusammensetzt, mit einer Psychologin, mit einem Psychologen. Das ist ja doch irgendwie so ein kleiner Schock auch, den du da zu verarbeiten hast. Und dass du ganz einfach so ein paar Dinge an die Hand gestellt vielleicht kriegst, dass du damit besser umgehen kannst. Es könnte nicht schaden. Nee, es wäre sicher ganz gut. Und je mehr man darüber redet, glaube ich, desto einfacher wird es dann auch irgendwann zu sagen, okay, es ist passiert, es ist nicht ganz richtig, was da passiert ist, aber ich lerne daraus. Und ich finde, das ist immer so wichtig. Ich finde, so wichtig ist, wenn man einen Fehler gemacht hat. Man kann den Fehler nicht rückgängig machen, aber man kann aus dem Fehler lernen und dann für die Zukunft eben so etwas vermeiden oder halt auch einfach in einer besseren Weise sich verhalten. Und das ist das Wichtige. Und du hast dein Kind, dein Mädel. Ein Mädchen ist es? Ja. Richtig. Und wenn solche Sachen eben teilweise hochkommen, dann
projiziere ich es eben umso mehr auf sie und sie kriegt eben umso mehr Aufmerksamkeit von mir. Mhm. Und, Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch ein gewisser Trost für dich ist, ne? Dass sie da ist. Ja. Und dass sie dir insofern dann auch hilft, ohne dass sie es eigentlich aktiv will. Ja, oder kann, richtig. Oder? Also ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich nicht schon die Kurze gehabt hätte. Mhm. Also, ich schlage jetzt vor, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, mit dem Johannes, sprichst, der dir vielleicht auch in deiner Umgebung eine Anlaufstelle nennen kann, wo man mal so ein, zwei Gespräche führt. Mhm. Und dann hoffe ich, du musst ja auch bedenken, dass das Ganze noch sehr frisch ist. Ja. Und das ist ja fast noch im Rahmen des, was heißt fast, das ist im Rahmen des Normalen, dass man da noch verletzt ist irgendwie. Du bist ja auch noch verletzt. Ja. Du bist seelisch und auch körperlich noch nicht richtig. Und das braucht halt seine Zeit. Und wenn man das noch gut begleitet bekommt von einem Menschen, der sich da ein bisschen auskennt, ist es, glaube ich, der richtige Weg. Mhm. Du legst bitte auf und wir rufen dich zurück. Okay, mach ich. Alles Gute, Moje. Jo, dir auch. Tschüss. Tschüss. Die Angelika ist da. Und die Angelika ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Angelika. Ja, über was unterhalten wir beide uns, Angelika? Über meine große Liebe. Über deine große Liebe? Ja. Das hört sich schon mal gut an. Wie lange gibt es denn die große Liebe schon? Wir sind jetzt zusammen, am Samstag sind es 6 Monate. Eine junge Liebe. Ja. Ja. Und was? Sehr kurios. Erzähl. Wir haben uns am 15. März kennengelernt im Chat. Ja. Fernsehchat. Ja. Also er hat mich dann, hat seine Nummer reingesetzt. Wir haben dann gleich telefoniert. Ja, Übereinstimmung in allen Dingen. Wir haben sofort gemerkt, dass da ein wahnsinniger Draht ist zueinander. Ist er in deinem Alter? Er ist 41. Mhm. Und nach einer Woche hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zu ihm zu ziehen. Und ich habe gleich ja gesagt. Nein! Ja. Angelika, du bist doch keine 17 mehr. Da habe ich mich wie 16 gefühlt. Nichts gegen die 17-Jährigen, aber da hat man manchmal noch, ist man irgendwie ein bisschen euphorischer und macht das vielleicht eher. Wie, und dann bist du direkt zu ihm gezogen? Noch eine Woche später, am 28. März, habe ich mich abends um 8 Uhr ins Auto gesetzt und bin zu ihm gefahren. 320 Kilometer. Und jetzt wohnt ihr zusammen? Jetzt wohnen wir zusammen, seit dem Tag. Und du wohnst jetzt bei ihm in seiner Stadt, in seinem Ort? Ja. Ja. Und das ging alles so einfach bei dir, alles aufzulösen? Es war nicht einfach. 30 Jahre Ehe. Die Hölle. Ach, du warst noch in der Ehe? Ja. Ach so. Und er hat mir die Kraft gegeben, ja, endlich auszubrechen. Also, für mich hieß es damals entweder Tod oder ein neues Leben. Als du deine jetzige große Liebe kennengelernt hast im Chat, warst du noch in der Ehe? Ja. Und die Ehe war aber völlig kaputt? Ja. Und du warst grottenunglücklich? Sehr unglücklich. Und ich war so unglücklich, dass ich mich umbringen wollte. Und das hat er im Chat gemerkt. Ja, und das war fast ein Schicksalssignal, dass... Ja. Dass du in den Chat gegangen bist und dass ihr euch da getroffen habt. Ja. Das heißt, die Ehe verlassen. Mhm. Das läuft ja alles noch im Moment wahrscheinlich. Das läuft noch. Scheidung wird eingereicht im Dezember. Gibt's Kinder? Ja. Wie alt sind die? Drei Mädchen, ein Junge. Die älteste ist 30 und mein Sohn ist 16, er lebt beim Vater. Und das hat ja auch nichts ausgemacht, den Jungen dann zu verlassen? Doch, das hat mir sehr viel ausgemacht. War das ein Punkt, wo du ins Schwanken gekommen bist, dass du dachtest, das kann ich habe die Verantwortung, kann ich nicht machen? Eigentlich nicht. Mhm. Weil bei mir war es eher der entweder Tod oder das Leben. Ja. Und die Kinder sind mir wichtig. Die drei Mädchen, die haben auch gesagt, Mama, pack die Koffer, verschwind. Die haben Verständnis dafür. Oh ja. Und der Junge? Am Anfang nicht. Jetzt mittlerweile ja. Aber wahrscheinlich wird er das, je mehr er auch erfährt über das, was da in dir vorgegangen ist, desto eher wird das auch verstehen. Ja. Aber er hat das wahrscheinlich auch mitbekommen, was da los ist in der Ehe. Nicht viel. Nicht sehr viel. Ach, das heißt, ihr habt das verheimlicht? Ja. Es war immer, also 30 Jahre lang ein Vorspielen. Heile Familie Vorspielen. Mhm. Nur ein Stichwort. Gab es auch Gewalt in der Ehe? Mhm. Er hat dich geschlagen? Geschlagen. Einmal ist er auch mit einem Messer auf mich los. Mhm. Ja, und die letzten Monate, bevor ich halt meinen Freund kennengelernt habe, auch extrem nachher. Seelisch war es schlimmer als wie die Schläge. Wie hat er denn dann darauf reagiert, als du gesagt hast, ich gehe? Ich habe gar nichts gesagt. Du bist einfach weg. Ich habe heimlich meine, also 3 Reisetaschen gepackt, in den Keller gestellt und am 28. März habe ich so getan, als wenn ich meine jüngste Tochter nach Hause fahre, die Taschen ins Auto und war weg. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Das heißt, du hast auch keine,
gar keine Sachen, also nur ein paar Kleidungsstücke mitgenommen. Nur meine Kleidungsstücke, ja. Also man hat ja so viele irgendwie Gegenstände oder Möbel oder alles. Ich wollte nur weg. Du wolltest nur weg? Ja, ich wollte einfach nur weg. Aber das zeigt ja auch, in welcher Not du warst, ne? Mhm. Ja. Und, aber es gab dann ja hinterher Kontakt mit dem Ehemann. Du hast ja irgendwann hast du ja mal wahrscheinlich angerufen oder wie hast du dich dann bemerkbar gemacht? Er hat mich angerufen auf dem Handy und er hat nur geweint und gejammert. Ach so. Und am Anfang und dann nur noch gedroht. Mhm. Drohungen sind heute auch noch, aber sehr selten. Als er geweint hat, wurdest du da eventuell ein bisschen weich? Nein. Gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Da ist alles kaputt zwischen euch? Was alles kaputt, weil die Tränen, ich habe vor ihm gestanden und geweint. Mhm. Ich habe vor dem Sohn... ja, ich bin zusammengebrochen und habe geweint und die Tränen hat keiner gesehen. Mhm. Du warst seitdem auch nicht mehr dann in deinem alten Zuhause? Ich war schon zweimal wieder unten. Ja. Habe meine Kinder besucht, meine Enkel. Und gab es dann auch ein Zusammentreffen dann mit ihm? Nein. Das nicht? Mhm. Da habe ich auch jetzt noch panische Angst davor. Mhm. Hast du dir im Nachhinein noch irgendwelche Sachen aus der Wohnung rausgeholt? Ja. Das schon? Ja. Mhm. Ja. Da war also mein Mann ja zu Hause, mein Sohn hat mich reingelassen. Ja. Er wusste es aber. Ich habe gesagt, dass ich mir Sachen holen will, die mir wichtig sind und habe noch ein paar Sachen geholt. Und da hat er auch keinen Riegel vorgeschoben? Das hat nein, er dann geduldet? Nein. Das hat er geduldet, aber im Nachhinein hat er nachher geflucht. Ruft er dich jetzt auch ab und zu noch an auf dem Handy? Nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. Und dein neuer Freund, war der denn solo oder hatte der auch eine Beziehung? Er war solo. Das heißt, da konntest du dann gleich einziehen und das war nicht... Und du bist glücklich? Sehr glücklich. Wahnsinnig glücklich. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so lange, sag's nochmal, wie viele Jahre wart ihr verheiratet? 30 Jahre. Mhm. Und wie lange war es schlecht? Eigentlich von Anfang an. Wir haben geheiratet, weil ich schwanger wurde. Also 30 Jahre Unglück, kann man das so sagen? Ja. Dann muss man ja das Gefühl haben, man ist jetzt im Paradies oder so. Mhm. Ich bin im Paradies, schöner wie ein Sechser im Lotto. Das glaube ich. Man muss, glaube ich, schon in einer großen Not sein, wenn man... Du hast ja alles riskiert, ne? Ja. Ja. Es hätte jetzt auch nach hinten... Es hätte schief gehen können. Ja, es hätte nach hinten losgehen können. Mhm. Du hättest zum Regen die Traufe kommen können, ne? Ja. Mhm. Aber ich bin schon mit dem Gedanken losgefahren, wenn er es nicht ist, was ich mir nicht vorstellen konnte nach diesen Telefongesprächen, dann... Ich habe Tabletten dabei gehabt. Ach, das wäre dann... Das wäre das Ende für mich gewesen. Das wäre das Ende. Mhm. Das heißt, ja... Du hättest nicht gesagt, okay, wenn er es nicht ist, dann gehe ich... Ich hätte nicht den Mut gehabt, weiterzuleben. Ja. Mhm. Und es ist Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es solche lieben Menschen gibt. Mensch, ich habe immer nur gedacht, das gibt es nur im Fernsehen, in Romanen, im Ja, es hört sich wirklich an wie in der Soap, ne? In der Seifenoper. ich gratuliere dir so herzlich. Ich gönn's dir von Herzen, wenn du so viel Mist erlebt hast und so viele schreckliche Sachen. Und das... Wie ist das denn, wenn man so völlig aus dem Leben herausgerissen ist? Du kennst ja jetzt auch niemanden in seinem Umfeld. Du bist ja ganz alleine da. Wie kommst du damit zurecht? Sehr gut eigentlich. Ich habe schon Freunde gefunden hier. Das ging schnell? Das ging schnell, ja. Warst du auch berufstätig? Ja, ich war berufstätig. Ach, das auch noch? Mhm. Das heißt, du hast auch deinen Beruf noch aufgegeben? Nein, also ich war ein halbes Jahr arbeitslos. Ah ja. Mhm. Die Firma hatte zugemacht, es war eine Bäckerei und... Da war ich ein halbes Jahr arbeitslos und bin dann hier hoch. Hab zwar noch nichts Neues gefunden, wird schon noch kommen, aber klappt alles wunderbar. Bist du jetzt so stabil, dass... Ich will es nicht beschreien und ich wünsche es dir von Herzen nicht, aber man muss ja mal dran denken. Nehmen wir mal an, es käme jetzt doch irgendwie zu Schwierigkeiten zwischen dir und deinem neuen Freund. Mhm. Bist du so stabil, dass du sagst, ich schaffe das dann auch alleine? Mhm. Das nicht? Nein, ohne ihn will ich nicht leben. Das ist auch ein heikler Satz, finde ich. Ich kann mir es nicht vorstellen. Mhm. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Aber weißt du, ich will dir mal sagen, ich glaube, dass das auch eurer Beziehung gut täte. Ja. Und ihm auch gefallen würde sicherlich, wenn du so stabil würdest, dass du auch ganz eigenständig sein könntest. Weil ich habe ein bisschen Sorge, dass das vielleicht doch auf Dauer euch oder ihn belastet. Wenn du sagst, ohne ihn würde ich mich umbringen. Das heißt, eigentlich wäre es gut, wenn du dir, das muss ja jetzt nicht sofort sein, genieß erstmal dein Glück und alles, was du vermisst hast, aber wenn du über kurz oder lang dir doch auch eine Hilfe suchen würdest außerhalb das, und das für dich tust, um all das aufzuarbeiten mit einer neutralen Person, was dir da passiert ist.
Ich kann mit vielen reden. Ich habe mittlerweile sehr viele Freunde gefunden, mit denen ich auch über alles reden kann. Ja, aber die müssen das auch leisten können, dass du für dich alleine wieder stabil und ein eigenständiger Mensch wirst. Mhm. Aus Sorge, ich sage es wirklich aus Sorge heraus, dass du die neue Beziehung nicht belastest. Mhm. Weißt du, warum ich das sage? Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich bin mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen, auch in der ersten Liebeseuphorie, würde es mich auf Dauer, würde es mich bedrücken, wenn ich wüsste, der andere sagt, ich würde mich umbringen, wenn du nicht da bist. Ich glaube, ihm geht's genauso. Siehst du? Also, du hast es in deiner Hand, du kannst es jetzt machen. Und jetzt hast du die Kraft auch dafür. Mhm. Ne? Das ist auch eigentlich eine wunderbare Voraussetzung. Mhm. Er gibt mir die Kraft. Ja. Und ich werde immer stabiler. So. Und wenn du richtig stabil bist, dann suchst du dir noch von außen Hilfe und dann geht's endgültig bergauf. Mhm. Und genieße die neue Zeit und das neue Leben jetzt. Das mache ich. Von Herzen alles Liebe und alles Gute, Angelika. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Die Ute, 42, guten Morgen. Moin. Hallo Ute. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, wie werde ich ein Verehrer los? Was? Wie wirst du ärgerlos? Ein Verehrer. Ach, ein Verehrer? Jo, der massiv alles dran hängt, mich zu gewinnen. Vorab gefragt, bist du in einer Beziehung, bist du verheiratet oder bist du solo? Ich bin noch verheiratet, aber seit 6 Wochen eine neue Beziehung. In der neuen Beziehung schon drin? Ja. Ja, aber da gibt es dann noch irgendeinen Verehrer von außen. Ja. Erzähl mal über den, wer ist das? Ja. Das ist eine, der ist 46, ist verheiratet und ist der Meinung, er ist der Richtige für mich. Kennst du ihn? Ist das ein Bekannter oder wie ist der Kontakt? Wir haben uns ganz zufällig kennengelernt und zwar, wie ich von meinem Mann weg bin, ist mein Auto liegen geblieben und dieser gute Mann hat dann angehalten und mir geholfen. Das heißt, diese Verbindung ist auch relativ frisch noch? Nee. Seit einem Jahr stellt er mir hinterher. Seit einem Jahr? Ja, und da er mir dann von der Straße geholfen hat, habe ich mich verpflichtet gefühlt, ihn auf den Kaffee dann einzuladen, ins Café. Ja, und dann fing das Dilemma an. Mhm. Ich wollte ihn nicht wieder los und er lässt sich auch nicht sagen, dass ich nicht möchte. Und wie penetrant oder wie massiv ist er? Sehr massiv. Erzähl mal. Ja, ich komme nach Hause, meine Tür ist mit Blumen geschmückt. Mein Auto ist mit Blumen geschmückt, mein Handy ist mit SMS vollgestückt. Mhm. Aber mit Liebes-SMS? Ja. Keine Drohung oder sowas? Nein, keine Drohung. Mhm. Die Drohung, die spricht er dann aus, wenn ich zu ihm sage, er möchte es bitte lassen. Und dann sagt er, er möchte nicht mehr leben, wenn er mich nicht bekommt. Mhm. Aber er droht nicht dir, dass er dir was antut? Nein, nein, nein. Mhm. Nein, nein, das ist ja nun mein Problem. Ja. Mit der, oder mit dem Mann, mit dem ich jetzt eine Beziehung habe, habe ich schon drüber gesprochen. Ja. Er meint, ich sollte die Polizei benachrichtigen. Mhm. Bloß. Die wird nichts Großartiges unternehmen können, weil er tut ja nichts Böses in dem Sinne oder Gesetzeswidriges. Richtig. Da sind die Leute von der Polizei natürlich auch erstmal, sind die in die Hände gebunden. Richtig, und darum habe ich mir so gedacht, ich rufe hier bei euch mal an und in der Hoffnung, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Ja, weil ich habe keinen Gedanken mehr, wie ich diesen... Sag mir doch noch ein bisschen ausführlicher, wie du bisher reagiert hast. Du wirst also erstmal immer mit irgendwelchen Komplimenten überhäuft oder mit Geschenken überhäuft oder... Das letzte war ein Ring, wo ein Zettel beistand, er möchte mich gerne heiraten. Ja. Siehst du ihn dann auch oft oder findest du das einfach im Briefkasten oder wie du es gerade gesagt hast, die Haustür war geschmückt? Siehst du ihn auch oft? Ich sehe ihn auch, wenn er dann vor meinem Auto steht oder vor meiner Haustür steht mit irgendwelchen Geschenken. Mhm. Oder wenn ich gerade von der Arbeit nach Hause komme, dann steht er da oder er fängt mich bei der Arbeit ab und möchte mit mir ausgehen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass er dann irgendwie abends pausenlos bei dir klingelt und sagt, komm doch mit und lass uns was unternehmen, das nicht. Nein. Das nicht? Mhm. Nein, 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 nein. Er versucht es noch ein bisschen höflich zu machen. Ich weiß bloß nicht, wie lange das noch so ist. So, jetzt sag mir deine Reaktion. Wie hast du genau und konkret auf ihn reagiert die letzte Zeit? Konkret habe ich reagiert, dass ich an ihm vorbeigehe. Mhm. Dass ich, wenn ich ihn sehe, nicht sehen will. Mhm. Wenn er vor meinem Auto steht oder
hinter meinem Auto, dass ich einfach weiterfahre. Er fährt hinter mir her. Wenn Blumen vor meiner Tür sind und ich sehe sein Auto, dass er da ist, demonstrativ stecke ich diese Blumen in die Mülltonne. Geschenke, wie zum Beispiel diesen gewissen Ring, und ich sehe sein Auto, die platziere ich auf seinem Auto. Wenn er SMS schickt, ich lese sie nicht. Jetzt bin ich mittlerweile so weit, dass ich ihm zurückschreibe, er möchte mich doch bitte in Ruhe lassen. Warum hast du das nicht schon vorher gemacht? Ja, gute Frage. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, hast du versucht, ihn nur zu ignorieren. Du hast nie mit ihm dann doch mal gesprochen, hast gesagt, pass mal auf, ich will nicht. Ja. Und ich werde nie wollen. Da kannst du mir 10 Millionen Blumen vor die Tür stellen. Ja. Warum sagst du ihm das nicht? Ja, es war zu Anfang wohl mein Fehler. Gut, aber das kann man ja jetzt auch noch machen. Ja, ich hab's getan jetzt am Wochenende und habe ihn darum gebeten, er möchte nicht an meine Haustür kommen, er möchte aufhören mit diesen Geschenken, weil jetzt am Wochenende in dir auch dieser Ring kam. Weiß er eigentlich, dass du einen neuen Partner hast? Ja. Das weiß er. Äußert er sich dazu? Ja, er hat gesagt, das wird vergehen, wenn er mich hängen lässt, er ist immer für mich da. Und dann wird er mich ganz fest in die Arme nehmen und mich trösten. Denn er wäre der Richtige. Also Ute, ich finde, das ist immer ein ganz, ganz, ganz schwieriges Ding, wenn man so jemanden an der Backe hat. Da gibt es auch nicht so die goldene Regel und man macht das und das, aber man muss erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen. Die hast du noch nicht ausgeschöpft. Habe ich noch nicht. Nee, ich finde, dass du wirklich in einer sehr massiven Form auftreten musst, um dem wirklich klar zu machen, dass da nichts läuft. Das kann auch ruhig ein bisschen aggressiv sein. Und lass dich nicht bluffen von wegen, wenn er sich umbringt. Das ist Bluff. Das ist Erpressung und Bluff. Auch wenn ich schon Briefe in meinem Briefkasten gefunden habe mit einer Kopie von der Lebensversicherung, die an mich überschrieben werden soll? Ja, dann ist es immer noch Bluff. Gut. Dann ist es immer noch Bluff. Man darf mit diesen Drohungen, dass man sich umbringt, dass der andere sich umbringt, die darf man nie ernst nehmen, finde ich. Das ist der Horror, überhaupt so etwas zu tun, einem Menschen anzutun. Und wenn man darauf noch eingeht, wird man eingesogen in diese ganze grauenhafte Welt. Und das ist ja bei dir schon der Fall im Moment. So, und da muss man mal weiter gucken. Wenn er dann immer noch nicht Ruhe gibt, dann würde ich an deiner Stelle mal Kontakt mit dem Weißen Ring aufnehmen. Die Adresse, die Telefonnummer geben wir dir gleich. Ja. Da gibt es sicher auch Erfahrungswerte, die man vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Sender bekannt machen soll, um den Täter damit nicht vertraut zu machen und so weiter. Aber erstmal klar auftreten. Vielleicht hat er auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, durch deine eher neutrale Art, ich würde es ja fast neutral nennen, wenn du einfach so an ihm vorbeigehst, dass er immer noch denkt, na, vielleicht kriegst du doch noch rum. Vielleicht liegt noch einen drauf und dann hab ich's ja. Ja, gut. Ich würde es dir wünschen. Vielleicht melden sich bei uns aber auch noch andere Leute, die mit so etwas Erfahrung haben. Das wäre ja auch interessant. Ja. Nun sind wir gleich am Ende der heutigen Sendung, aber wir könnten morgen darüber reden. Und wenn du es nicht mitbekommst, können wir auch noch den Kontakt anknüpfen zwischen euch. Ja? Ja. Ute. Ja. In diesem Sinne. Ich hoffe, dass du ihn losbekommst. Alles klar. Und tschüss. Dankeschön. Tschüss. 56 Jahre alt und sein Name ist Gerd. Guten Morgen. Ja, Domian, hallo. Hallo Gerd. Guten Abend. Ich habe ganz kurz mein Problem. Und zwar, ich habe eine sehr liebe Frau, die früher mal auf dem Laufsteg gelaufen ist und ist jetzt nach der zweiten Geburt des Kindes, also schon vor 17 Jahren, sehr stark, sagen wir mal, geworden vom Gewicht her. Also Laufsteg meinst du, dass sie gemodelt hat? Ja, richtig, ja. Ganz genau. Und hat also an die 30 Kilo zugenommen. Und jetzt ist es natürlich ein total psychisches Problem für sie selber und auch für mich. Und ich habe das eigentlich nicht gedacht, dass es eigentlich so ein Problem sein könnte oder auch für mich. Dass sie einfach dicker geworden ist. Ja, und das ist, sagen wir mal, rein durch wahrscheinlich eben durch die Schwangerschaft bewusst, sagen wir mal. Das ist klar, jetzt sind zwei Kaiserschnitte und... Wie viel wiegt sie jetzt? Ja, 89. Bei einer Größe von? Ja, 1,71. Gut, ich meine, das ist... Für sie, sagst du, ist es ein psychisches Problem? Ja, ja. Und für dich? Was ist für dich für ein Problem? Ja, da, bis dato, also seit...
letzter Zeit ist es eigentlich stärker geworden. Dass du es dann auch irgendwie nicht so angenehm findest. Ja, genau. Dass du sie nicht so ästhetisch findest. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass man da drüber steht, aber ich habe nicht gewusst, dass es einen doch irgendwo nahe gehen kann. Und jetzt schämst du dich fast ein bisschen dafür. Dass das nicht. Nein, nein, aber ich weiß nicht, wie ich, sagen wir mal, ihr dann auch helfen kann oder mir selber helfen kann, dass man das Problem irgendwo in den Griff kriegt. Ja. Was macht sie denn dagegen? Ich meine, man kann nur 30 Kilo zunehmen, man kann es auch erklären, aber man kann ja auch was unternehmen dagegen. Ja, da ist sie zwar jetzt dabei, aber ich meine, ich sehe es ja selber, es liegt im Prinzip nicht an der Esserei, das merkt man im Prinzip auch am ganzen Körper, weil es eben nur auf bestimmte Partien feststellbar ist. Und sagen wir mal, nicht an den Beinen oder Armen oder Händen, wie es bei den Dicken an sich sonst sichtbar ist. Mhm. Und sie leidet schon ewig drüber, geht nicht zum Schwimmen, geht nirgends hin mit Aktivitäten, ist auch eingeschränkt, weil das auch auf die Wirbelsäule geht und auf andere Gelenke und hat da echt ein Problem. Und aber ich habe im Prinzip da jetzt auch ein Problem bekommen, ne? Ja, aber weil das heißt, die Ästhetik fehlt. Ja, verstehe. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn sie deshalb nicht schwimmen geht, da schämt sie sich. Aber das Schwimmen wäre ja wahrscheinlich ganz hervorragend. Hat sie denn irgendwas, irgendein Gymnastikprogramm oder ein Diätprogramm, irgendwas schon mal gemacht? Sie hat schon, sagen wir mal, so Heilfasten und solche Dinge gemacht. Mhm. Aber der Effekt war eigentlich nicht der, den man sich eigentlich gedacht hatte. War sie bei einer Ernährungsberatung schon mal? Richtig, ja. Das genau, war sie auch. Mhm. Genau, sie ist ja da dabei. Aber sie betreibt keinen Sport. Nee, direkten Sport nicht. Ich meine, sie ist auch nicht dann der Typ, der da unter die Leute so mitmacht und sich hinstellt zwischen den anderen und dann... Ja. Wie alt ist sie eigentlich? Ja, 54. 54, ja. Und da ist nicht der Typ, das so. Jetzt will ich ja offen was sagen. Ich glaube, wenn man nicht auf Dicke steht, dann steht man einfach nicht drauf. Ja, ich glaube, dass man da sich auch nicht irgendwie großartig umprogrammieren kann. Das ist eine Frage des Geschmacks, wie man auf blaue Augen steht. Der eine steht auf braune Augen und der andere auf blaue und weiß ich was. Richtig. Das glaube ich, dass du da gar nicht dich da so groß umprogrammieren kannst. Da sie aber auch so darunter leidet, glaube ich, ist in erster Linie sie mal gefragt, dass sie etwas unternimmt. Mhm. Und dass sie einfach das ganze Programm, was man da unternehmen kann, da bin ich mir auch nicht so bewandert, wie man einen Wildespeck runterkriegt. Oder Speck von Schwangerschaften. Ja gut, ich meine, ich war mal bei so einem... Lass mich mal eben fragen, wenn sie 54 schon ist, dann liegen die Schwangerschaften ja schon irre lange zurück. Ja gut, die letzte war im 17. Jahre. Vor 17 Jahren, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und das Problem, das zieht sich also schon sehr, sehr lange dahin. Die junge Frau muss mehr an sich arbeiten. Ja, aber sie ist nicht zum Baden gegangen und geht auch nicht mit. Also wir waren einmal da im Schwarzwald und das war eine wahnsinnige Tortur, die überhaupt in der Freibad da reinzukriegen. Dann musst du sie mehr überzeugen. Dann musst du sagen, Mädchen, wenn du dich unwohl fühlst, dann musst du was verändern. Ich fühle mich mittlerweile mit dir auch unwohl. Mhm. Noch ein Grund mehr, dich selbst auch in den Hintern zu treten. Ja, das ist schwierig. Jetzt muss ich mich in den Hintern treten, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Also ich würde einfach sagen, ein bisschen mehr Druck machen, damit sie auch versteht, was da daran hängt. Nämlich auch eure Beziehung hängt daran. Ja, genau. Das geht im Endeffekt dahin. Lieber Gerd, alles Gute. Okay, tschüss. Also, schönen Abend. Jo. Meine Lieben, das war's für heute. Die erste Sendung nach unserer Sommerpause. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio, 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt ab 0 Uhr schon hier anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Bis dahin. Ciao.